Willkommen in der Ventilatorenfabrik Feines Lüftchen. Quali beginnt die Stelle als Qualitätsmanager. Er hat keine Ahnung, was die Bedürfnisse seiner Anspruchsgruppen sind, was Standards bedeuten, wie er Prozesse gestalten kann und welche Rolle er in der Fabrik einnimmt. Deshalb fühlt er sich planlos und als Außenseiter. Er bekommt von der Chefin den Auftrag, die Fabrik für die Zertifizierung nach der Norm ISO 9001:2015 fit zu machen. Quali schlägt die Norm auf. 163 Seiten normative Bleiwüste. Seine Begeisterung hält sich in Grenzen. Quali sucht sich einen Mentor, der ihm hilft, die Norm zu verstehen. Trifft auf die Dozenten von KUKU. Sie zeigen ihm, was die Norm bedeutet und wie man ein Managementsystem aufbaut. Er überarbeitet die Prozesslandkarte und legt den Grundstein für ein integriertes Managementsystem. Damit läuft nichts mehr unsystematisch. Super Sache. Quali präsentiert der Chefin seine überarbeitete Prozesslandkarte und seine Idee für das integrierte Managementsystem. Sie hört interessiert zu. Weiß aber nicht so recht, was ihr das neue Managementsystem nutzen soll. Dazu kommt der externe Auditor. Der findet eine Abweichung. Die Managementbewertung fehlt. So gibt es noch kein Zertifikat. Quali ist enttäuscht. Die ganze Arbeit für die Katz? Was macht er hier eigentlich? Quali erinnert sich an die Schulung mit den KUKU-Dozenten zurück. Er muss seine Chefin coachen. Zusammen mit der Chefin verfasst er die Managementbewertung. Der externe Auditor nimmt alles nochmals genau unter die Lupe. Hat aber vorerst nichts mehr zu bemängeln. Und Feines Lüftchen ist ab sofort nach ISO 9001:2015 zertifiziert.